Guten Abend alle zusammen. Vielen Dank fürs Kommen und für das Interesse, Diane Kodua zu hören in ihrer Lesung. Sie wird zwei Bücher vorlesen, einen My Black Skin und ein Dodo Kinderbuch. Wir freuen uns sehr, dass sie aus Hamburg angereist ist und im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus und im Rahmen der Veranstaltungsreihe von Frau Kunstpolitik, die Zukunft ist weiblich, wird sich hier vorlesen. I am pleased to welcome everybody here to this wonderful occasion, to this pictorial presentation of this great book, Odo. Yeah, and it's written by this talented, wonderful, amazing Diane Kodua. I'm so glad to meet you again. Thank you. It was so wonderful last time we met in Hamburg. Mm-hmm. And I still believe we're going to stay more together. So, where is Diane? Who is Diane Kodua? Ich habe so viel recherchiert, ja. Und ich habe nicht gewusst, dass wir haben so eine wundervolle, powerful African woman. Sie hat so viel hier gemacht. Und ich muss sagen, wir afrikanische Leute, wir sind stolz auf dich. Danke. Mach weiter so. Yeah. Du bist unsere Success Story. You are a Success Story. Yeah. And I thank you. So, Diane Kodua is a Ghanaian-German actress and model. She is actually the first black female to win a beauty contest here in Germany. Wow. Wow. And she is also, of course, the author of My Black Skin, Schwarz Erfolgreich Deutsche. Ganz genau. So I personally call her my transcultural Amazon. Oh. Oh, sure, that's who you are. Because she has successfully connected to both culture, Africa and Europe. And she is aware of the injustice that was done and is still being done. But she has made peace with her past and embraced her present. She has stepped away from the role of the victim. She doesn't want to be the victim anymore. And she is now the author and the architect of her destiny. And this is what, and I think she is at a forebuild. She's at a forebuild for alle Afrikaner in here, for the alle Afrikaner here in Deutschland. So, with due respect, Diane, I have to borrow a quote from you, right? Which I came across in the internet. And the quote says, in my opinion, there is too little variety in culture and color in German children's book. And as a result, children with different skin color, our guest, talented, amazing, vibrant Diane Kodua. Kodua, please, applause for her, please. Oh my God. Thank you. So the stage is yours. Thank you so much. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. So, wer bin ich? Ich bin in Ghana geboren. Mit 10 bin ich nach Deutschland gekommen und habe quasi von null alles lernen müssen. Und ich habe, glaube ich, mit 13 gedacht, ich werde niemals diese Sprache sprechen. Das ähnelt nichts, was ich davor kannte. Weder Englisch noch Twi, die Sprache, die meine Eltern sprechen in Ghana. Aber ich hatte Glück, mein Vater war bei der Armee und ist wahnsinnig streng und hat dafür gesorgt, dass ich keine schwarze Freundinnen hatte. Okay. Und zwar der Grund war, dann lernst du schnell. Also für mich als Kind war das ein Horror, weil ich mich immer mit meinen deutschen Freundinnen aus der Schule nachmittags treffen durfte. Und während alle anderen Urlaub hatten und Ferien hatten, musste ich abends in die Volkshochschule. Weil für meinen Vater war es wichtig, so schnell wie möglich die Sprache zu sprechen, damit ich ein Leben führen kann. Ich habe eine jüngere Schwester, sie ist damals mit meiner Mutter zusammen nach Deutschland gekommen. Und für mich war es immer ganz wichtig, als Kind schon
eine Veränderung hervorzurufen. Und ich habe damals in Kiel erlebt, dass um mich herum wahnsinnig tolle Akademiker, alle aus Ghana oder auch aus Nigeria, und die haben teilweise alle geputzt oder bestimmte Jobs gehabt oder waren arbeitslos. Und ich habe meinen Vater irgendwann gefragt, warum ist das so? Und da hat mein Vater gesagt, damit sie hier in Deutschland neu beginnen können für ihre Kinder. Das habe ich als Kind nicht verstanden. Und später habe ich verstanden, viele mussten damals Ghana verlassen, weil Unruhen, und die mussten hier anfangen. Aber wenn du hier anfängst und die Sprache nicht spricht, dann hat man gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und dann habe ich verstanden, warum mein Vater extrem streng war mit mir und mit meiner Schwester, damit wir die Sprache sprechen und uns schnell fortbilden und weiterbilden. Meine Schwester ist heute Lehrerin, sie wohnt in Stuttgart, und ich bin quasi das schwarze Schaf in der Familie. Da ist mein Vater wieder mit meiner Mutter im Anmarsch. So, mein Kind kann mehr als Hauptschule, ist alles schon und gut. Und ich habe dann tatsächlich quasi eine Prüfung machen dürfen, habe bestanden, und dann durfte ich dann in der 8. Klasse in der Hauptschule wechseln, in die 7. Klasse auf der Realschule, und war natürlich dementsprechend die Älteste in meiner Klasse. War nicht schön, die Älteste, die Längste von der Länge und die einzige mit dunkler Hautfarbe. Und damals war es für mich so die ersten Erfahrungen mit Rassismus. Ich habe als Kind keinen Namen für Rassismus gehabt. Warum werde ich beschimpft? Warum fassen sie meine Haare an? Warum kommen Kinder und machen so, ob das abwehrt? Das habe ich als Kind nicht verstanden. Aber aufgrund dessen, dass meine Schwester schon 2 Jahre davor in Deutschland gelebt hat, konnte sie mir erklären, was das alles bedeutet. Also, was musste ich machen? Ich musste lernen, mich zu verteidigen, und ich habe mich geprügelt. Ja, weil ich natürlich nicht, ich konnte mich nicht ausdrucken, also musste ich mich prügeln, bis natürlich mein Vater sagte, nein, das kannst du in Deutschland nicht machen, in Ghana prügelt man sich, wenn das nicht funktioniert. Die Kinder kämpfen, wir haben immer nur gekämpft, so haben wir uns verteidigt. Das heißt, ich musste lernen, mich zurückzunehmen und das alles zu verstehen. Das hat wahnsinnig lange gedauert, und von der Realschule bin ich dann, in 10. Klasse, danach bin ich in die Fachhochschule und habe dort Abitur gemacht. Und damit mein Vater zufrieden ist, habe ich dann quasi so eine duale Studium gemacht zum staatlich anerkannte Wirtschaftsassistentin. Und danach bin ich nach Berlin gezogen und habe Schauspiel studiert. Es war schön, und mein Vater sagte nur, naja, ich habe gedacht, du wärst eine Anwältin oder eine Ärztin. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte gerne Kunst machen. Und für meinen Vater oder für meine Eltern war Kunst ein brotloser Beruf. Das kann man nicht machen. Aber er hat dann gesagt, okay, solange du nicht nach Geld fragst, kannst du das machen. Ich bin nach Berlin, habe dort Schauspiel studiert, bin dann in den Staaten gegangen, habe 5 Jahre in Los Angeles gelebt. Und in dieser Zeit habe ich zum ersten Mal erfolgreiche schwarze Menschen gesehen. Die habe ich in Kiel nicht sehen können, aufgrund der Tatsache, dass viele ihren Job aufgeben mussten in Ghana, um hier quasi andere Sachen zu machen. Und ich weiß, dass ich irgendwann da stand und eine junge Dame in Los Angeles, ich habe sie gefragt, was machen Sie beruflich? Und die guckte mich an, weil das war wahrscheinlich sehr, sehr ungewohnt, und sagte, ich bin Unternehmerin. Und da habe ich gefragt, was für ein Unternehmen? Und ich glaube, sie sagte, sie arbeitet bei einem Rechtsanwalt in einer Kanzlei. Ich war so, wow. Und da fing ich an zu überlegen, wo sind denn unsere Vorbilder in Deutschland? Haben wir Leute, haben wir Schwarze, die auch Anwälte sind oder Lehrer? Oder es gibt ja so viele Berufe. Es kann ja wohl nicht angehen, dass die Leute, die ich kenne, die meisten putzen. Auch ich habe mit meinen Eltern geputzt. Ne, mit 14, wir mussten mitgehen. Mein Vater hat Ausbildung gemacht als Schlösser, meine Mutter dann als Schneiderin. Mein Vater war in Ghana bei der Air Force und ist Flugzeugingenieur. Meine Mutter war Groß- und Außenhandelskauffrau. Und es hat für beide, glaube ich, lange gedauert, damit abzuschließen, besonders für meinen Vater, weil er geflogen ist und bei der Lufthansa die Anerkennung nicht bekam. Das heißt, er konnte dort nicht einsteigen. Und
später habe ich gedacht, okay, es ist natürlich für mich wichtig, diese Vorbilder zu sehen, weil das automatisch mir die Hoffnung gibt, dass ich etwas anderes machen kann. Und L.E. hat mich wahnsinnig beeinflusst und die Leute haben mich total geprägt. Und dann habe ich dort schon angefangen, ein Konzept zu schreiben, zu überlegen, okay, wie mache ich das? Und dann kam ich 2004 zurück nach Deutschland, 2009 und 2014 fing ich dann an mit dem ersten Buch, My Black Skin. So, und in meinem Black Skin war für mich wichtig, einfach schwarze Vorbilder sichtbar zu machen, die einfach zu zeigen, weil ich habe gedacht, wenn ich sie sehen kann, dann gibt es bestimmt ganz, ganz viele junge Menschen, die das auch sehen möchten. Und ich habe natürlich, klar, weil ich wurde gefragt, wieso Schwarze? Naja, ich bin schwarz. Ich glaube, wenn ich Chinesen wäre oder Lateinamerika oder Indisch, dann würde ich mich dann auf diese Menschen konzentrieren. Und das ist das, was ich gesagt habe. Es geht darum, dass ich diese Vorbilder sehe, dass mein jüngeres Ich sieht, wow, ich kann das auch werden, weil wir echt lange das nicht hatten. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass viele schwarze Menschen sich nicht trauen, bestimmte Berufe auszuüben, weil man die Tür einfach nicht aufmacht. Also man steht immer davor, trotz Qualifikation, trotz Erfahrung, man steht immer davor. Aber für mich war es trotzdem wichtig, so ein Buch zu machen, der nicht unbedingt Finger auf Menschen zeigt, sondern was kann ich aus diesem Buch für mich rausnehmen? Ob ich jetzt schwarz bin, weiß, pink, orange, was sind die Erfahrungen, die ich mitnehmen kann? Und damals, das war jetzt 2014 oder 2013, habe ich einen Verlag gesucht, habe es mal recherchiert, habe Leute gefunden, die ich interessant finde, habe einen Fotograf gefunden und dann habe ich ganz naiv Günther Wahlraff angeschrieben und dann habe ich gefragt, ja, ich habe gerade so ein Konzept, ich mache ein Buch und ich finde sie ganz toll. Hätten Sie Interesse, das Vorwort zu schreiben? Und dann habe ich gedacht, so, ja, okay, es kommt bestimmt keine Antwort. Zwei Tage später hat er zurückgeschrieben, ja, Mensch, das ist toll, schicken Sie mir doch das Konzept zu. Und dann dachte ich so, wow, das ist ja super. Und so habe ich ihm das Konzept zugeschickt, hat er gesagt, interessant. Ich war mir gar nicht sicher, dass Deutschland das überhaupt braucht. Und dann habe ich gesagt, doch, doch. Also, Sie kennen das ja selber, Sie verkleiden sich als Schwarze und erleben, wie das ist, wenn man schwarz in diesem Land ist. Und dann sagte er, ja, aber es ist ja schon ein paar Jahre her. Ich habe gedacht, es hat sich verändert. Habe ich gesagt, nee, es hat sich nicht verändert, weil die Menschen, die in dem Buch sind, erzählen ja ihre Erfahrungen, gut als auch schlechte Erfahrungen. Und so hat er gesagt, wunderbar, dann schicken Sie mir ein paar Interviews zu. Und da war ich vor und hatte gesagt, ja, ich schreibe das Vorwort. Und deshalb bin ich ihm auf jeden Fall sehr dankbar, dass er ohne groß zu debattieren einfach Ja gesagt hat. Und bevor wir weitermachen, würde ich gerne einen Auszug aus Günther Wahlraffs Vorwort schreiben. Lesen. Rassismus erniedrigt. Übrigens auch die Rassisten selber. Aber in erster Linie diejenigen, die ausgegrenzt werden sollen. Ob es die Roma sind oder Juden, ob es Schwarze oder Türken, rassistische Zuschreibungen funktionieren immer gleich. Der gehasste Fremde ist je nach eigenem Befinden minderwertig oder bedrohlich oder beides zugleich und steht damit tief unter der eigenen fantasierten Größe. Deshalb ist es wichtig, wenn von rassistischer Dünkelhaftigkeit und Bonierheit betroffene Menschen diesen Stereotype die Realität entgegensetzen. Schwarze Deutschen und schwarzen Zuwanderern wird ein normales Leben in dieser Gesellschaft immer wieder verwehrt. Natürlich sind nicht alle Schwarzen klug und erfolgreich. Aber genauso wie in anderen Communities sind es eben doch allen rassistischen Vorurteilen zum Trotz. In diesem Buch übernehmen schwarze Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die es zu Ansehen, Einfluss und Wohlstand gebracht haben, soziale Verantwortung. Sie zeigen sich, sie zeigen ihr Gesicht
und treten mit der Autorität ihrer Leistung und Stellung für die Gleichheit aller Menschen ein, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Das ist nicht selbstverständlich. Häufig sind erfolgreiche Mitglieder einer rassistisch ausgegrenzten und verfolgten Minderheit froh, wenn sie sich durch ihre soziale Stellung aus der Masse herausheben und von ihr absetzen können. Ansehen und Macht können in allen Kulturkreisen arrogant und gleichgültig für das Schicksal von Leidensgenossen machen. Ich bin froh, dass in diesem Buch eine ganz andere Haltung zeigt. Silvana Gerlich zum Beispiel hat einen Verein gegründet, der symptomatisch für die soziale Verantwortung und die solidarische Orientierung in der schwarzen Community ist. Menschen mit ausländischem Kulturhintergrund, so beklagt sie, würden in den Medien vor allem als Asylbewerber, Kriminelle und Arme dargestellt. Dagegen geht sie an, in Wort und Tat, mit persönlichem Beistand für die Betroffenen und mit Aufklärung für die Allgemeinheit. Das ist beispielhaft und sollte uns allen im Alltag Mut machen, Stellung zu beziehen gegen die Bedrohung des alltäglichen Rassismus als Unterströmung in unserer Gesellschaft. Und das ist genau das, was für mich wichtig war. Mein Vater zum Beispiel oder die meisten schwarzen Menschen, die ich kenne, oft werden diese Leute gar nicht gesehen, sondern man hat automatisch ein Vorurteil gegen Menschen, die nicht so aussehen wie die meisten in diesem Land. Und ich habe dann ganz für mich herausgefunden, man kann natürlich nicht die Leute sagen, nee, da kann, also man könnte das schon sagen, aber ich glaube, um etwas zu verändern, muss man oder sollte man möglichst viel Positives einfach mal zeigen. Und Positives heißt es, also hieß es und heißt für mich Beispiele zeigen. Je mehr schwarze Beispiele da draußen sind, je mehr asiatische Beispiele da draußen sind, positive berufliche Werdegänge, dass man nicht automatisch denkt, so, ja klar, die sind so. Weil dieses, die sind so, das haben wir schon immer. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, weil Rassismus ist ja kein deutsches Problem allein. Das ist ja global. Aber ich finde es einfach mal wichtig, was kann ich da jetzt tun? Ich möchte positive Beispiele einfach zeigen. Und im Zuge dessen habe ich gedacht, okay, dieses Buch ist gut für junge Menschen, die vielleicht in der 8., 9. Klasse sind, die wissen nicht, was sie machen wollen, die brauchen Vorbilder, das muss gesehen werden. Aber im Grunde genommen ist es noch viel, viel spannender, noch ganz, ganz früh damit anzufangen, bei den ganz kleinen Kindern. Weil wenn ich als Kind schneller gelernt hätte, dass Schwarze alles sein können, auch in diesem Land, trotz Rassismus und, ich hätte wahrscheinlich ganz, ganz früh andere Entscheidungen getroffen. Ich wäre wahrscheinlich schneller damit fertig, mich bis zu einem gewissen Altersgrenze nicht als Opfer zu sehen. Und ich glaube, das ist oft das Problem, was bei uns Schwarzen ganz, ganz schnell irgendwie im Vorschein kommt, dass wir uns ganz, ganz schnell als Opfer sehen. Und ich glaube, das ist etwas, das sollten wir und das müssen wir ganz, ganz schnell wegkriegen. Weil ich gelernt habe, dass auch viele weiße Freundinnen auch genau die Schwierigkeiten haben, eben auf eine andere Ebene. Als zum Beispiel bei mir. Ich muss vielleicht hier und da mal härter arbeiten, noch mehr kratzen, noch mehr tun, als vielleicht meine Freundin. Und das Witzige ist, meine Freundin, die ist aus Russland. Und wenn wir unterwegs sind, werde ich immer zuerst angesprochen, aber auf Englisch oder gebrochenes Deutsch. Aber das Witzige an der Sache ist, sie hat so einen Akzent, dass man sie nicht mal versteht. Und ich denke mal so, Olga, das verstehe ich überhaupt nicht. Du bist weiß und blond, die denken, du bist deutsch. Du sprichst noch schlechter als meine Mutter. Und das ist das Bild. Und dieses Bild muss einfach weg. Man muss die Leute nur, weil sie schwarz sind, die auf gebrochenes Deutsch ansprechen und auf Englisch. Und nur weil die Freundin jetzt auf einmal einfach blond ist, aus Russland. Und das ist einfach ein Bild, das kriegen wir weg, wenn man früh den Kindern beibringt, dass wir alle gleich sind.
meine Lehrerin, wenn mein Vater nicht für mich gekämpft hätte, wahrscheinlich hätte ich einen Hauptschulabschluss und wäre irgendwo, keine Ahnung, Angestellte gewesen. Aber die Vision, mehr machen zu können, das geht nur, wenn ich irgendwann Leute sehe, wow, das ist das, was er macht, das ist das, was sie macht. Und deshalb habe ich, dann war irgendwann dieses Buch fertig und ich brauchte einen Verlag. Und ich habe ein ganzes Jahr nach einem Verlag gesucht. Ich habe ein ganzes Jahr nach einem Verlag gesucht und das war natürlich, ich meine, das war 2014, jetzt haben wir 2022. Heutzutage ist ja Vielfalt total cool und in und alle wollen Vielfalt. Aber 2014 war es ja noch nicht in, also war es sehr, sehr schwierig, einen Verlag zu finden. Und viele Verlage haben so, ja, ist schon sehr, sehr interessant, aber ich weiß nicht, ob die Leute wirklich so ein Buch mit nur schwarze Leute drin verkaufen möchten. Und ich habe gedacht so, ja, warum nicht? Es sind ja Lebensgeschichten. Und ein ganzes Jahr, ich habe hier Absagen und da Absagen. Ich meine, ich weiß auch, dass es ist nicht einfach, wenn man Autorin ist, einen Vertrag zu bekommen von dem Verlag, auch wenn man weiß ist, das weiß ich ja auch. Aber die Begründung fand ich teilweise echt ein bisschen deprimierend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zum Schluss, nach einem Jahr, habe ich mich mit Seltmann und Söhne, das ist der Verlag, der das, oder quasi die Druckerei, der das hier produziert hat, zusammengetan. Und dann haben sie das Buch produziert. Was ich aber schon 2015 dann gemacht habe, ist, ich hatte keine Ahnung, dachte ich, probiere es aus, habe ich damals schon für mich einen Verlag gegründet. Ich habe es eingetragen und habe es einfach liegen lassen. 2014 mit meinem eigenen Verlag mein erstes Kinderbuch geschrieben. Das heißt Odor. Odor bedeutet Liebe. Es ist aus meiner Sprache aus Chui, die man in Ghana spricht. Und war auch da wiederum, das ist so wichtig, den Kindern so früh wie möglich andere Kinder zu zeigen, andere Geschichten zu zeigen. Weil es ja nicht angehen kann, dass wir in diesem Land nur eine Sorte Geschichten hören. Und natürlich, leider Gottes, ne, hat man mitbekommen mit Black Lives Matter, auf einmal ist Vielfalt total interessant geworden. Und jetzt wollen alle Verlage Bücher mit schwarzen Menschen verlegen. Okay. Na, also ja, okay. Das ist Wahnsinn. Und das Interessante an der ganzen Sache, also das sieht man ja mittlerweile, ist überall, alle Verlage schreiben, schwarze Menschen, ja, kennst du Leute, kennst du AutorInnen, okay, of color, ne, BPOCs und alles drum und dran. Und manchmal denke ich so, natürlich, die wissen, dass sie mit schwarzen Menschen auch Geld verdienen können. Denn mittlerweile weiß man ja auch, Bücher, wo schwarze Menschen drin sind oder wo es um schwarze Menschen geht, verdienen die großen Verlage wahnsinnig viel Geld. Man hat ja gesehen, wer hat denn in diesem Jahr einen Friedensbuchpreis gewonnen? Das war eine schwarze Frau. Ein Leben in England oder den USA hätte sie sich vorstellen können. Hauptsache, nicht immer aufgrund der eigenen Hautfarbe auffallen. So wie in Deutschland. Ein Leben in England oder in den USA hätte sie sich vorstellen können. Hauptsache, nicht immer aufgrund der eigenen Hautfarbe auffallen. So wie in Deutschland. Es gab eine lange Phase meiner Jugend, in der ich meine Hautfarbe gehasst habe, sagt Dr. Med Akoswa Sapong. Ein einjähriger Aufenthalt in der Schweiz führte dazu, dass sie begann, Deutschland mit anderen Augen zu sehen. Ich fühle mich hier deutlich wohler, seitdem ich aus der Schweiz zurückgekommen bin. Ursprünglich hatte die Kinderärztin lediglich ein halbes Jahr bei den Eidgenossen verbringen wollen. Doch am Ende wurden 5 Jahre daraus. Ihren Weg im deutschen Bildungssystem muss sie sich allerdings selbst suchen. Denn ihre Eltern, die sich und ihre 3 Kinder als Fabrikarbeiter mit Putzjobs und als Betreiber eines Afro-Shops durchbringen, können ihr dabei nicht helfen. Und dennoch hat ihre Mutter eine Vorbildfunktion für die Medizinerin. Sie hat ein viel härteres Leben gemeistert, hat hier bei Null angefangen und noch ihre Kinder großgezogen. Sie sei trotzdem immer gut gelaunt gewesen und habe sie gelehrt, das Leben positiv zu sehen. Für unsere Generation ist es so wichtig, dass wir nicht aufgeben, dass wir dafür sorgen und
wenn es sein muss, dass wir kämpfen, damit unsere Kinder wiederum nicht so schwer haben wie wir als Kinder. Als Dunkelhäutiger muss man hier und da mal ein bisschen mehr gucken in Deutschland. Und natürlich ist es auch klar, dass man vorher eine gewisse Sache einbringen muss. Das ist dann immer, was ich sage, die Sprache. Und wenn man das irgendwie mal einigermaßen drauf hat, hat man die Möglichkeit, zumindest mal eine Ausbildung zu machen. Um das wiederum so weit zu bringen, dass es später ein bisschen leichter wird. Und deshalb ist es so, so wichtig für mich, diese Art von Geschichten und diese Leute einfach zu zeigen, weil ich merke zum Beispiel in den Schulen, dass so, so viele junge MigrantInnen, besonders die aus dem afrikanischen Kontinent, sich von vornherein, aber das haben die dann wiederum von zu Hause, das kriegst du nicht hin, weil die Deutschen nehmen dich ja nicht. Und das ist so bei uns eingetrichtert, auch ich hatte das da auch, weil natürlich die Angst an der Seite von meinen Eltern war viel, viel größer als die Angst, die ich selber vielleicht haben könnte. Und wenn wir dann solche Vorbilder nicht sehen, dann glauben wir auch an diesen, das geht nicht, das kriegst du nicht hin. Und dann verändern wir gar nicht. Und wenn wir nichts verändern, haben unsere Kinder wiederum ein bisschen Schwierigkeiten, hier irgendwann mal normalen Berufe ergreifen zu dürfen, weil sie es können. Weil ich denke, dass das schwarze Vorbilder, die sind so wichtig, weil nicht alle Schwarzen können wirklich tanzen oder Fußball spielen. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Wie ist der Erfolg jetzt mit den Büchern? Ja. Wie gesagt, mein Black Skin ist schon ein bisschen älter und das ist auch schon, ich habe auch keins mehr zu Hause. Und mit dem ersten Buch Otto ist es, also deshalb meine ich ja, jetzt wollen alle Großverlage Kinderbücher mit schwarzen Menschen. Das ist die dritte Auflage, weil das echt gut ankommt. Also wir haben mit dem Buch 3 Preise gewonnen. Ich habe im Moment nur einen, weil die anderen Preisen stehen für Self-Publishing. Aber ich bin ja kein Self-Publishing mehr, sondern ein Verlag. Deshalb habe ich die nicht hier mit drauf. Aber das Buch hat 3 Preise gewonnen, 3. Auflage. Und das ist die Fortsetzung von dem ersten. Das ist Otto und der Beginn einer großen Reise. Das ist das, was ich am Sonntag vorlesen werde. Das ist quasi hier, in dem ersten Buch geht es um Otto. Also Otto ist zwar nicht meine Geschichte 1:1, aber ich habe wahnsinnig viel aus meiner Erfahrung reingepackt. Und zwar, Otto sieht auf einer Geburtstagsparty zum ersten Mal eine schwarze Puppe und verliebt sich und möchte auch so eine Puppe haben. Das Problem ist, Otto lebt mit ihrer Mama in einem Dorf in Ghana und die haben nicht so viel Geld für eine Puppe. Sie kommen dann irgendwann auf die Idee, Muffins zu backen mit ihrer Mama, weil die Mama kann wahnsinnig toll Muffins backen. Und dann hilft ihre Mutter, die Muffins zu verkaufen. Und das wird zu einem Erfolg. Und dort wechselt die Schule und zum Schluss bekommt sie dann die Puppe. Und Odo ist der Mädchenname. Bitte? Odo ist ein Mädchenname. Und, ja, also im Grunde genommen heißt... existiert der Name auch nicht. Es ist der Name des Mädchens, genau. Sie heißt Odo und das bedeutet Liebe. Und eigentlich heißt in Ghana kein Mensch Odo. Aber ich fand das irgendwie total schön. Und aber existiert der Name auch? Oder? Also die Aussprache Odo existiert, das bedeutet Liebe. Ja. Aber dieser Name an sich wird in Ghana gar nicht verwendet, sondern in Deutschland. Oh. Es gibt Odo Marquardt zum Beispiel, also es gibt wahnsinnig viele Odo. Wird so geschrieben. Als Mädchen? Als Junge und Mädchen. Okay. Und, genau. Genau. Weil da kenne ich eine Frau, Frau Dubon-Korn, als sie gekommen ist, dann haben die deutschen Behörden, die heißt Frau Dumo, aber jetzt in ihren einem Dokument heißt Frau Dubon-Korn, weil sie, genau, Frau Dubon-Korn, weil sie dann einfach nicht akzeptiert haben, dass in Fadumo ein Frauenname ist. Ach was. Ja, deswegen wollte ich erzählen. Okay. Aufgrund dessen, dass Odo mit O. Ah, das ist interessant. Ja, und das haben sie einfach hier verweigert. Also in Hamburg ist es so abgelaufen, dass als das erste Buch rauskam, habe ich ein Exemplar zur Schulbehörde geschickt. Okay. Damit sie das auch mal einfach mal sehen. Weil ich immer so ganz witzig finde, wenn die dann sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Vielfalt. Ja, aber Vielfalt muss man auch was tun. Genau, man muss was tun. Und die Leute, die Vielfalt bringen, müssen auch mal gesehen werden. Und daraufhin hat die Hamburger Schulsenat
300 Bücher gekauft für die Schulen in Hamburg. Wow. Genau. Und bei Kinder, welche Erfahrung haben die jetzt? So to compare with how the experience you had. Ja. Erfahrung, meine Kinder. Also für mich ist es natürlich schwierig gewesen am Anfang, weil ich die Sprache ja nicht konnte. Also das heißt, ich konnte mich überhaupt nicht verteidigen oder irgendwas tun. Ich habe mir das alles nur angehört und habe nur zu Hause geheult am Anfang. Und meine Kinder, es ist so, dass ich denen wirklich, ich habe zwei Jungs, das heißt, die müssen schon ein bisschen tough sein. Ne, keine, nicht so, die dürfen weinen, ne? Das ist schon wichtig. Wenn du traurig bist, weine bitte, weine so viel, wie es geht. Aber ich sage denen auch immer ganz wichtig, wenn euch jemand beschimpft, du bist doof, ist nicht schlimm. Aber ab dem Moment, wo jemand euch beschimpft aufgrund eurer Herkunft und Hautfarbe, dann möchte ich bitte ganz schnell wissen. Und mein Elfjähriger hat in der vierten, da war er ein bisschen jünger, hat ihn ein Kind, deshalb meine ich ja, also muss man aufpassen, wie unterhalten sich Eltern zu Hause. Die Kinder kriegen alles mit. Ein Kind sagte damals zu meinem Älterer, da war er 8 oder 9, du dreckiger Schwarzer. Und dann hat er gedacht, wieso machst du das? Wieso sagst du nicht, ich bin einfach doof? Meine Mutter hat gesagt, wenn du doof sagst, ist das nicht so schlimm. Und dann hat er natürlich zu Hause gesagt. Dann habe ich direkt in der Schule angerufen und habe gesagt, okay, ich habe kein Problem damit, wenn die Kinder sich beschimpfen. Aber wenn mein Kind beschimpft wird, weil er dunkel ist, dafür stehe ich nicht mehr. Und die haben wahnsinnig toll reagiert. Ne? Also die haben sofort die Mutter des Kindes angerufen. Sie hat sich bei mir gemeldet, sie hat sich entschuldigt. Das Kind hat sich bei meinem Sohn entschuldigt. Ich habe nur zu der Frau gesagt, bitte sei vorsichtig, worüber du redest. Wie mache ich denn das, wenn mein Kind, wenn ich was sage als Mama, und mein Kind schafft das nicht in den Mund? Und ich war sehr, sehr streng, leider, aber nicht so streng, dass, also mein Kind studiert jetzt Medizin in der Universität Bonn, Gott sei Dank. Ja, ganz genau. Also, dann habe ich festgestellt, dass viele Schwarze, wir haben nicht so viel Vorbild. Und da habe ich Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, ich habe alles in, also ich habe nicht gegen, wie heißt das, Ausbildung jetzt. Ich habe nicht dagegen, aber ich habe nicht so viele Professionals hier gesehen als Schwarze. Und das hat mich so Angst gemacht. Ich habe gedacht, okay, ich von meiner eigenen Seite muss ich halt mein Kind unterstützen und schauen, dass er mindestens in der Uni schafft. Eben, aber ich glaube, es sind wirklich viele, viele, viele Vorbilder da draußen. Die sind, also das ist, man sieht die nur nicht. Ne? Man sieht die nur nicht. Und das ist auch mit dieser Aufgabe, dass die gesehen werden. Guck mal, du, ne? Dich zum Beispiel, dann sieht ein junges Mädchen deine Arbeit und weiß, wow, ich kann auch solche tolle Kunst machen. Also das ist das, worum es geht. So, haben wir jemanden eine andere Frage vom Publikum? Hat jemand eine Frage? Ich habe zwei Worte, sagen, okay. Aber das ist, eine ist eine Frage und andere ist keine Frage. Und wenn zum Beispiel eine Sprache sagt, dass ich das Deutsche zu Hause sprechen, wie kann man das sagen? Wie man das sagen kann? Ja. Indem man wirklich... Ich würde das sagen, wie man das sagen kann, ist es Rassist oder nicht Rassist? Wenn Deutsche sagt, die Schwarze, die sollten nicht diese die Muttersprache, ja, einfach die Sprache zu Hause reden, ja, wie will sagen, dass die Deutsche ist einfach Rassist. Ah, verstehe. Ja, verstehe. Ja. In diesem Fall, wie kann man das sagen? Ja, das ist schwierig, ne? Also ich meine, der Vater ist ja kein Rassist. Ne? Ja, das ist ein Problem, ja. Also theoretisch würde ich sagen, ne? Aber ich glaube, das ist, ich glaube, viele Afrikaner, also ich würde nicht alle sagen, haben sowieso ihre Schwierigkeit mit der Sprache. Ja. Und wenn dann so ein junges Mädchen in einer Vorbereitungsklasse und sie ist hungrig, sie möchte endlich auch mal normal sprechen. Mhm. Und ich habe aus Erfahrung, je mehr man spricht, desto besser. Ja. Man macht Fehler, man wird korrigiert, man macht es weiter. Ja. Und wenn er, weil das Problem ist, die meiste Zeit ist so ein Kind zu Hause. Mhm. Na, die Schule, das sind ja nur, keine Ahnung, 5-6 Stunden, aber die meiste Zeit ist man zu Hause. Mhm. Und das habe ich auch zum Beispiel in meiner Klasse von vielen türkischen MitschülerInnen mitbekommen, die zu Hause nur türkisch gesprochen haben, nur türkische Freunde um sich herum haben.
die sind nach der, die müssen, also die sind an der Hauptschule, in der Hauptschule geblieben. Weil es ist, und das ist immer ganz wichtig, was möchte man überhaupt? Okay. Ja, das sind immer so persönliche Ziele, was will ich? Ich meine, man kann alles machen. Es gibt tolle Menschen, die machen Sonderschule und dann machen sie eine tolle Ausbildung und die gehen Treppe langsam hoch. Auch das funktioniert. Okay. Na? Ja, mein Schwede auch, Sie haben gerade gesagt, kleine Kinder, die kennen, dass es Rassismus ist. Mhm. Okay, ich habe das mal erlebt. Ja. Ich bin am Aldi einkaufen, ein kleines Kind ist gekommen zu seiner Mutter und hat die Mutter gesagt, wieso der Mann ist was? Mhm. Ich habe es geantwortet, ich habe gesagt, weil ich komme irgendwo nicht von hier. Mhm. Ich habe es so geantwortet. Ja. Aber ich nehme das Spaß. Ja. Wie kann ich das sagen? Ich sage, diese Kinder ist Rassist. Nein, das Kind ist kein Rassist. Das Kind ist neugierig. Ja, deshalb ist für mich meine Seite. Ja. Ich habe gesagt, wenn jemand ein Wort mir sagt, wenn du wirklich mit Spaß nehmen, ich gehe mit dem Spaß. Mhm. Aber wenn du das ist von Beleidigung nehmen, dann ich nehme das ernst. Absolut, absolut. Ja. Bin deiner Meinung. Aber so eine Frage wie, warum ist der Mann schwarz? Ja. Und du antwortest, es ist wichtig für die Kinder zu verstehen. Aber ich habe eine Freundin, die ist ziemlich, die ist sehr, sehr dunkel. Sie stand an der Kasse, ein kleines Kind, guckte hoch, sie ist auch ziemlich groß, und sagte, Mama, warum ist sie denn so dunkel? Was glaubst du, was die Mutter gesagt hat? Weil sie zu viel Schokolade gegessen hat. Ja, und sowas finde ich so falsch, wenn erwachsene Menschen ihren Kindern sowas sagen, was sollte das Kind denken? Oh Gott, wenn ich Schokolade esse, dann bin ich auch schwarz. Aber auf der anderen Seite, was du sagst, diese Arbeit finde ich sehr, sehr wichtig. Und auch die Herangehensweise von dir, auch von den mentalen Dispositionen, von den Erfahrungen, von der Empathie, wie ich merke. Auf der anderen Seite stelle ich fest, eine Reihe von Mia Sandha heißt Wir sind da. Und das sind immer vier Frauen und eine Moderatorin aus verschiedenen Ländern, die hier eben sind und teilweise die hier geboren und aufgewachsen sind. Und die werden dargestellt und genau mit dem gleichen Zweck wie du, dass es auch Vorbilder gibt. Ja. Das sind halt, wie sie Theater machen, wie sie Künstlerinnen und erfolgreiche auch. Ja. Und nicht nur in dieser Opferrolle, nicht nur in der Gruppe von Prostitution. Aber, das wollte ich gerade sagen, diese Arbeit ist sehr wichtig, aber ich stelle fest, dass sie auf der strukturellen Ebene, auf der institutionellen Ebene, sehr tiefe Bilder da transportiert werden und die Leute lernen das auch eben halt die Migranten und Kinder von Migrantinnen. Mhm. Also alles, was erfolgreich ist, ist blond, blaue Augen oder grün eventuell. Ja, richtig. Und schlank und sehr schlank. Ich bin Künstlerin und ich habe mich in diese schöne Galerie, die Verbo, keiner nennt mich. Ja, du machst tolle deine Bilder. Deine Bilder sind sehr schön, aber Gott sei Dank, wir haben jetzt eine sehr schöne Galerie, sehr gut, renommierte Galerie in Hamburg bei dir. Und die stellen auch so afrikanische Bilder, ganz genau. Das ist der einzige, was wir hier in Deutschland haben. So, und Frau Kunstpolitik. Ja, das war eine schöne von Galeries hier, so richtig Galeries hier. Das ist also die einzige, was wir hier in Deutschland haben. Wahnsinn. Und das ist schon schwer, das tut schon weh, wenn du überall mit deinen Bildern schau gut aus, aber bei uns nicht. Bei uns nicht, ja. Ich habe hier eine Erfahrung gehabt, also das war eine feministische Versammlung oder was so, ein Workshop. Okay. Und das wurden also die weißen Feministen in ein Zimmer geschickt und die Schwarzen in ein anderes Zimmer. Und ich war so, hallo? Was? Genau. Was ist das denn? Also, ich bin nicht schwarz, auch nicht. Was ist denn? Okay. Das war echt so. Und warum haben sie das gemacht? Keine Ahnung. Das war echt schon ein bisschen, das ist komisch. Deswegen habe ich gefragt, weil das fand ich so. Das ist komisch. Nee, ich finde die Zusammenarbeit. Das ist, man kann nur Sachen erreichen, wenn man zusammenarbeitet. Es führt ein bisschen davon weg, aber bei dem Buch My Black Skin, die verschiedenen Leute, als du die befragt hast, oder als sie die befragt haben,
Wie gab es da Gemeinsamkeiten darin, wo die ihre Vorbilder gefunden haben? Weil die sind ja alle echt angekommen, aber ja. Es war ja mit Sicherheit ein harter Weg, auf verschiedene Art und Weise. Gab es da irgendwie in diesen verschiedenen Lebensläufen Ähnlichkeiten? Das war schon ziemlich unterschiedlich. Also ich war sehr, sehr erstaunt, dass viele ihre Mütter als Vorbild genannt haben. Weil ich natürlich dachte so, ja klar, Nelson Mandela und so. Also hatten auch ein paar gesagt, aber Familie war immer bei fast allem Vorbild, die Stärke, die sie quasi, wo sie ihre Stärke, ihre Kraft herausziehen. Da war ich sehr überrascht. Ja. Und übrigens auch in den Schulen, also wenn ich dann irgendwie in der 8., 9., 10. Klasse bin und so mein Black Skin Workshop mache, und das ist immer so witzig, weil oft habe ich so Jungs sitzen, die dann so, du kommst da an und die sitzen so. So, und nach so 30 Minuten frage ich sie, ja gut, jetzt möchte ich von euch allen wissen, wer sind eure Vorbilder? Weil es geht ja darum, ihr seid demnächst fertig mit der Schule. So. Und dann sagen echt die meisten Kinder, ja, mein Vater, meine Mutter. Und dann frage ich, habt ihr das schon mal euren Eltern gesagt? Nee. Sag doch mal bitte das euren Eltern. Ich glaube, die freuen sich. Wenn ein Mann provoziert dich für Rassismus, was muss ich machen? Wenn ein Mann dich provoziert? Ja. Oder wenn ich separiere eine Beziehung, jemand, und ich separiere, die andere sagt mir, was machst du da? Du kommst aus Afrika, geh weg. Ja, ja. Ich habe für mich gelernt, bei so einer Sache wirklich zu gehen. Weil ich habe schon mal erlebt, dass ich von Männern beschimpft worden bin in Hamburg und ich habe echt eine große Klappe. Aber etwas, ich habe gedacht, nee, das ist es nicht wert. Und das würde ich dir auch empfehlen. Das Ding ist, du weißt nie, wer dir gegenübersteht. Dann hast du einer, der verrückt ist mit einem Messer oder der wirklich brutal drauf ist. Und dann wirklich stolz zusammennehmen und einfach gehen. Das ist wirklich. Weil das tut manchmal, weil das Ding ist, du kannst, sind zwei Sachen. Du kannst aktiv dagegen kämpfen. Und vielleicht auch Faust verwenden, aber ist es das wert, wenn jemand, der so dumm ist, und weißt du, weil Rassisten sind wirklich dumme Menschen. Ja. Die sind unzufrieden, die haben oft nicht wirklich etwas im Leben, womit sie sich glücklich schätzen können. Die haben vielleicht auch wirklich eine tolle Kindheit gehabt. Also die tragen so viel Last in sich. Alleine das ist schon sehr, sehr traurig. Und ich habe gelernt von meinem Vater, der schwarze Mann ist immer ein Problem für viele. Also das, wenn man so die Sklavengeschichte liest vor 400 Jahren, ne? Viele weiße Männer haben Angst vor schwarzen Männern und denken automatisch, die müssen ja das irgendwie drehen. Also muss man die Leute kleiner halten. Durch die Sprache, durch Beschimpfung, durch die Art, wie man die klein hält. Und ich habe, glaube ich, mal irgendwann mal ein Interview von Denzel Washington mir angehört. Ende, du hast was Gutes als Kontra zu sagen oder lass den links liegen. Weil das ist nicht wert. Und wirklich. Ich muss auch sagen, du kennst dich. Yeah. You know who you are. Yeah. Ja? Und komm mit dich stolz, lauf einfach weg. Ja, bitte. Also, Frau Köder, sie ist so jung hier in Deutschland gekommen. Und meine Frage ist, was hat sie den Mut gegeben, weiter in die Schule zu kommen, außer ihr Vater? Weil sie haben gesagt, der Vater war streng und alles. Mhm. Aber nach dem Vater, was hat sie noch einen Mut gegeben? Ja. Ich muss sagen, ich bekam nach einer Zeit, als ich langsam so die ersten Sachen verstanden habe, also Deutsch, bekam ich Angst, putzen zu müssen. Ja. Ja, das war wirklich, weil ich bin ja mit meinen Eltern, also ja. Meine Mutter, die hat ein Riesengeschäft in Ghana gehabt, mein Vater, der, also es ging uns ja gut. Es ging uns richtig gut. Und das zu sehen, dass meine Mutter, die wirklich Leute hatte, die für sie geputzt haben
sie selber für Leute putzen. Ich hatte einfach Angst. Und ich habe nur unsere Nachbarn, die waren Lehrer in Ghana, also wirklich Akademiker, intelligente Menschen. Und die haben alle in Teilzeit auf 400 sonst was, also ich weiß gar nicht, das war noch, bevor Euro noch kam, also nicht so viel Geld. Und ich habe Schiss bekommen. Ich habe richtig Angst gehabt, weil ich dachte, nee, ich möchte nicht putzen. Und das hat mich wirklich, es ist vielleicht blöd, so anzusetzen, aber das ist das, was ich gesehen habe. Ne, das ist das, was ich sehen konnte. Und bin auch total dankbar, dass meine Eltern das als Möglichkeit gesehen haben, damit es mir und meiner Schwester gut geht. Auch wenn mein Vater eine Ausbildung zum Schlosser gemacht hat und meine Mutter dann als Schneiderin gearbeitet hat später. Aber ich hatte einfach so ein Bild, oh Gott, wenn du die Sprache nicht kannst, du gehst putzen. Weil das ist das, was du dann machen musst. Was willst du denn sonst machen? Diese Ideen, ob ich selber kreativ sein kann oder ob ich selber in der Lage sein könnte, sogar eine Realschule hinzubekommen oder Gymnasium oder alleine ohne nichts. Ich kannte niemanden in Amerika, einfach nach Amerika zu gehen. Das sind Sachen, die habe ich dann, nachdem ich mich selber gepusht habe, nicht putzen zu müssen, also muss ich richtig Gas geben, die Sprache sprechen, gut in der Schule sein, weil dann würde ich die Möglichkeit haben, selber zu wählen, was ich machen möchte. Und ich glaube, das ist bei uns im Kopf, das hängt noch. Und ich ärgere mich manchmal, also muss ich ehrlich gestehen, weil ich, wie gesagt, ich bereite mich doppelt, dreifach vor und dann sehe ich zum Beispiel eine Politikerin wie Baerbock. Und ich frage, was labert sie denn da? Ich verstehe diese Frau nicht. Sie lispelt, die spricht komisch, aber es interessiert keiner. Wenn Til Schweiger redet, denken wir so, was erzählt er denn da? Interessiert keiner. Aber stelle ich mich hin, ja, und ich mache einen Fehler, ja, das ist das, was übrig bleibt. Ja, ich wollte kurz dazu sagen, was sie gerade gesagt hatte, aber das zu kämpfen, das ist nicht leichte Kämpfe. Das kann man fast sicher nicht. Klar, natürlich. Kann man fast nicht. Wir können nur das sagen, aber wir können das nicht kämpfen. Ja, kämpfen kann man in allen Bereichen schon, ja, natürlich. Kann man nicht. Egal wie lange du kämpfst, das gewinnt nie. Gewinnt nie. Doch. Siehst du das nicht? Egal wie stark er ist, wie wir gerade sie auch geredet hat hier, Rassismus kämpfen bis zum Ende, kann man nichts. Wir können bis das kämpfen, aber bis zum Ende nicht. Nee, natürlich und nicht. Dieses also, Problem nee, auch ist so. Ja, ja, nee, das weil unsere Welt steht ein Problem mit Geld. Ja. Ja, das ist Problem mit Geld. Dann, egal was wir tun. Ja, aber gute Leute können versuchen. Ja, ja. Er ist realistisch. Ja, ja, ja. Nee, das ist auch wichtig, absolut. Ja, Leute. Ja, ja. Nee, ich finde, man muss schon versuchen. Ja. Hoffen und nicht aufgeben. Ja, ja, ja. Nee, also. Wir kämpfen weiter, absolut. Du kannst mit uns kämpfen. Du kannst ja mitkämpfen. Nee, aber das ist wichtig. Ich meine, ich weiß ja, Rassismus ist kein deutsches Problem. Also, ich habe so. Wir haben auch Rassismus in Afrika. Wollte ich sagen. Also, Afrikaner sind einer der größten RassistInnen überhaupt. Das darf man nicht vergessen. Wenn ich überlege, wie rassistisch innerhalb des afrikanischen Kontinents sind, Togolesen, Nigerianer, Ghana, wo ich denke so, was ist denn los mit euch? Die hassen sich aufgrund Diskriminierung, Rasse. Das gibt's. Ja. Rassismus in Italien habe ich en masse erlebt. In Amerika, USA, innerhalb USA, der Schwarzen, USA, na, USA, USA innerhalb, also es gibt überall. Aber ich glaube, dass man natürlich, wir leben ja in Deutschland, dass man zumindest dafür sorgen kann, etwas zu verbessern. Und ich glaube, viele Leute, nicht alle, aber viele Leute bemühen sich, einiges zu verstehen. Und ich möchte zumindest, ich weiß, meine Kinder werden auch Rassismus erleben, haben die ja schon. Aber ich glaube, wenn jeder etwas tut, jeder was Kleines, Aufklärung, dass es vielleicht helfen könnte, dass vielleicht meine Kinder, wenn sie 15, 16, 17 sind, dass die nicht automatisch, ja guck doch mal wieder mal so Ausländer, sondern das sind normale deutsche Jungs. Es wird lange dauern. Ne? Aber ich glaube, nichts zu tun, wäre auch schade.
Also da passiert ja keine Veränderung. Also ich glaube, wenn Nelson Mandela nichts getan hätte, ich meine auch, wenn immer noch Rassismus in Südafrika ist, es hätte sich bis dato nichts verändert. Also irgendwas müssen wir, also sollten wir machen, müssen gar nicht, aber sollte man machen. Und ich habe das Bedürfnis, das zu machen, durch schwarze Menschen positiv darzustellen, zu zeigen. Ja. Dass die Eilen, ja, also. Ja, das war ein sehr gutes Schlusswort, oder? Ja. 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 Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, das war echt interessant. Dankeschön, danke euch. Also danke auch, dass Sie hier sind, waren hier und dass wir uns quasi wie beim Kaffee trinken unterhalten können. Ja. Wir müssen immer oder wir bedanken uns für die schöne Lesung heute Abend im Stadtteil 2411 und bei der Frau Göttlich.